die Welt der Kabelschutzschläuche und Verschraubungen. Für Automation und Robotik. Ich sehe hier, More Plastic hat sogar seinen eigenen Roboter mitgebracht. Ja, das ist unser Woody, made by MP. Im Endeffekt geht es darum, ein Schlauchpaket vorne am Roboter zu fixieren. Das passiert auch über einen Aluminium-Systemhalter. Dieser trotzt auch den extremsten Anwendungen. Was hat sich mit diesem Teil auf sich? Die Roboter müssen heutzutage immer mehr leisten. Die Verfahrgeschwindigkeiten werden immer schneller und die Schlauchpakete schwerer. Die Kräfte, was an der Achse 6 vorne wirken, sind enorm. Deswegen haben wir einen Systemhalter kreiert, voll Aluminium, welcher den ganzen Kräften entgegenwirkt und auch trotzt. Somit haben wir einen sehr stabilen Halter für die ganzen Kundenanwendungen und extremen Anwendungen. Wenn Roboter sich bewegen, brauchen zusätzliche Distanz für die Verfahrbewegung. Wir generieren diesen Längenausgleich über unser System. Das heißt, der Roboter nimmt nur das, was er wirklich braucht. Und das restliche Schlauchpaket geht einfach wieder zurück in diese Box. Somit ist alles geschützt und in der Box in Sicherheit. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Innenleben dieser Konstruktion mal noch an. Wir haben hier einen Schnellverschluss, dass wenn doch mal was sein sollte, dass man schnell an das Schlauchpaket rankommt, um das Ganze einfach auszutauschen. Kinderleicht zu öffnen. Diesen Längenausgleich generieren wir über diese Zugfedern, wo wir einfach die Stärke einstellen können. Wir haben einen einzigartigen Weltschlauch mit einer hohen Wellung. Diese hohe Wellung sorgt dafür, dass der Roboter-Weltschlauch enge Biegenradien mitmacht und hochflexibel ist. Um das ganze Schlauchpaket auch zu schützen, haben wir solche Protektoren. Diese sorgen dafür, dass das ganze Schlauchpaket vor Reibung geschützt ist. In der Praxis muss natürlich das Ganze schnell gehen, wenn man einen Protektor austauschen will. Einfach öffnen, den Protektor neu positionieren, verschließen, und fertig.